Ja, vielen Dank, Herr Schausberger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke, dass Sie ausgeharrt haben. Denn wenn Sie in Ihr Programm schauen, dürfen Sie sich jetzt in die Netzwerkpause begeben. Und jetzt stehe ich schrecklicherweise hier noch und will Ihnen etwas erzählen aus einer Region aus Deutschland. Ich hoffe, Sie überstehen diese Zeit noch, die ich dafür brauche. Und gehen dann etwas verspätet in die Netzwerkpause und gestatten mir trotzdem noch ein paar Vorbemerkungen. Herr Schausberger, zum halbvollen Glas Wasser. Noch ein Tipp, das vielleicht für einen Österreicher noch hübscher sein mag. Der Optimist und der Pessimist haben ungefähr gleich gute Chancen, Recht zu behalten. Aber auf dem Weg dahin hat der Optimist mehr Spaß. Und wenn wir es nicht schaffen, auch solche Themen mit etwas Spaß zu behandeln, werden wir nicht so sehr erfolgreich sein. Und deshalb, auch wenn ich Herrn Stolz jetzt schmälern muss, was die Internationalität dieser Veranstaltung angeht, die reduziert sich dramatisch, wenn Sie an Österreich-Ungarn denken. Selbst meine Eltern, wenn man heutige Migrationsdefinitionen nimmt, sind nicht in Deutschland, sondern in Österreich-Ungarn geboren worden. Und etliche andere, die hier als Nationalitäten aufgeführt worden sind, gehörten ja mal zu Österreich-Ungarn. Selbst über die Schweizer weiß ja Wilhelm Tell zu erzählen, dass die Habsburger da auch schon eine Rolle gespielt haben. Eine Anmerkung noch zu den EU-Fonds und den Regionen. Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass der EU-Fonds nicht nur ein großer Geldtopf ist, aus dem Projekte gefördert werden, die auch andere fördern, sondern dass die Kommission sich darauf besinnt, was eigentlich das europäische Anliegen bei solcher Förderung ist. Ja? Und dass, wenn man regionale Projekte fördert, am liebsten nach meiner Auffassung nur in einer Kofinanzierung mit den regionalen Autoritäten, dann haben Sie nämlich automatisch den engen Kontakt. Zum Nationalstaat, der das Problem ist. Herr Radunovic, wie ist das mit den Religionskonflikten? Und ich habe auch das Gefühl, ich würde mir ja wünschen, dass Sie recht hätten, dass der Nationalstaat sich überlebt hat. Aber schon anknüpfend an Österreich-Ungarn und jetzt viele Nationalstaaten, an viele separatistische Bewegungen in einigen Staaten, viele Menschen denken noch sehr so. Und was den Doppelpass angeht, ich glaube, in Deutschland und Österreich ist nicht so sehr das Problem, ob Menschen, die eingewandert sind und deren Kinder zwei Pässe haben. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass es ähnlich wie den Doppelnamen ist, dass sich das nicht in alle Ewigkeit perpetuiert. Das muss irgendwann enden. Also wenn ich mir vorstelle, dass die 10. Generation der Eingewanderten dann immer noch an der Ursprungsidentität hängt von vor 10 Generationen, dann hätte ich ein Problem. Denn selber darf ich sagen, obwohl ich über einen Flüchtlingsausweis verfüge, ist meine Identität nicht bei meinen Großeltern. Ich habe Ihnen etwas zu erzählen aus einer Region, aus Hessen. Vieles von dem, was ich zu erzählen habe, wird Ihnen aus Ihren Erfahrungen sicherlich bekannt vorkommen. Vielleicht ist das eine oder andere da, wo Sie sagen, ah, interessant, anderer Blickwinkel. Denn es ist ja gewünscht, Best Practice zu zeigen. Aber dass es Best Practice gibt, das setzt voraus, dass es auch Good Practice, Medium Practice und Bad Practice gibt. Wir reden ja alle nur von Best Practice, also jedes Projekt muss best sein. Hessen, und da habe ich jetzt, ich habe hier ein bisschen etwas von unserer hessischen Identität gezeigt. Sie erkennen den Frankfurter Flughafen, der etwas weniger übersichtlich ist als der in Graz. Sie erkennen Herrn Goethe. Sie erkennen, dass wir auch ein bisschen Kulturgüter haben und dass wir auch Wein produzieren. Gar nicht so schlechten. Es gab eine Zeit Anfang des letzten Jahrhunderts, da war der Rheingauer Riesling genauso teuer wie der beste Bordeaux. Das ist leider vorbei. Und gestern Abend habe ich dann meine Präsentation noch etwas verändert.
Nachdem wir hier bei der, die Hälfte von uns ungefähr, eine heftige Einführung darüber bekommen haben, was der Mittelpunkt Europas ist, nämlich Graz, und habe Ihnen hier noch etwas eingebaut, eine Folie, die das deutsche Bundesland Hessen zeigt, dass tatsächlich bis vor kurzem der geografische Mittelpunkt der Europäischen Union war. Bis zum Beitritt Kroatiens, weshalb wir in Hessen eigentlich immer skeptisch waren, was den Beitritt der Türkei angeht, weil wir dann dachten, dann rutscht das weg von uns. Die EU hat noch nicht ausgerechnet, meines Wissens, wo jetzt der Mittelpunkt gelandet ist, ob das noch in Thüringen ist oder schon etwas weiter östlich, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, bis zum Beitritt Kroatiens waren wir der geografische Mittelpunkt der EU. Und was ich Ihnen jetzt zeige, das sind tatsächlich historische Folien, die ich gemacht habe, als wir in Hessen mit Integrationspolitik begonnen haben, 99, 2000. Und dass wir das damals gemacht haben, da kommt noch was. Das hat einen ganz spezifischen Grund. Eigentlich sollten wir gar nicht Integrationspolitik betreiben müssen. Weil, Herr Radunovic, ich stimme Ihnen zu, Migration der Normalfall ist und nicht der stationäre Verbleib. Und wenn Migration der Normalfall ist, dann ist auch die darauf folgende Integration ein Normalfall. Das hat auch in Deutschland, Sie entschuldigen diese, ich habe gehört, das ist eine deutsch-englische Konferenz, also dachte ich, ich darf das Englische ruhig drin lassen. In Deutschland eine ganze Weile funktioniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Zusammensetzung des Bundeslandes Hessen dadurch gekennzeichnet, dass ein Drittel der gesamten Bevölkerung aus dem Osten zugewandert war. Ein ganzes Drittel des Bundeslandes Hessen. Und man hat das relativ normal gehandelt. Man hat den Hessentag erfunden, um die Leute zusammenzubringen und so weiter. Aber das funktionierte. Und dann kam in den 50er Jahren die Migration sogenannter Gastarbeiter. Wir hatten dann sehr viele Asylbewerber rund um 1990 und wir hatten die Einwanderung von deutschen Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion und von jüdischen Kontingentflüchtlingen auch aus der Sowjetunion. Es passierte aber dann das Bemerkenswerte, dass wir erst Ende des letzten Jahrtausends das Thema Integration entdeckten. Obwohl die sogenannten Gastarbeiter 50 Jahre lang und ihre Familien eingewandert waren. Und das hatte bestimmte Gründe. Zu unserer Entschuldigung darf ich sagen, diese sogenannten Gastarbeiter kamen nicht mit einer Einwandereridentität, sondern sie kamen tatsächlich mit der Idee, naja, ich arbeite da mal 2, 3 Jahre, bis ich mir das Geld für einen Traktor verdient habe. Nach den 2, 3 Jahren dachten sie, naja, vielleicht könnte ich auch noch so lange arbeiten, bis ich das Geld für ein Häuschen am Schwarzen Meer, am Mittelmeer verdient habe. Und irgendwann sind sie aufgewacht und haben festgestellt, dass ihre Enkelkinder in Deutschland zur Schule gehen. Und genauso dachten das auch die Deutschen. Ja, die sind zwar da, aber ja nur vorübergehend. Also im gravierenden Unterschied zu echten Einwanderungsländern wie Kanada, die sagen, dich wollen wir nicht und wenn du da bist, dann geht es folgenden Weg, waren da Menschen gekommen ohne ein Bewusstsein der Einwanderung und ohne ein entsprechendes Bewusstsein auf der deutschen Seite. Jetzt haben wir es nicht erst im Jahr 1999 gemerkt, sondern schon ungefähr 10 Jahre früher. Da kam uns aber die deutsche Einheit dazwischen. Und Deutschland hatte gut ein Jahrzehnt andere Sorgen, als sich um dieses Thema zu kümmern. Als wir es dann entdeckt haben, 1999, damals gab es in Hessen einen über die Grenzen hinaus berühmten Wahlkampf um den Doppelpass,
der weniger beachtet als Kehrseite, die Erklärung hatte, wir brauchen mehr Integration. Das Wort Integration tauchte dann erstmals auf. Da haben wir die Situation analysiert und haben festgestellt, was sind denn bei unserer spezifischen Migrationssituation die Probleme? Und hier sehen Sie, wie gesagt, das sind alles historische Folien aus dieser Zeit, dass wir Gastarbeiter geholt haben. Das ist die rosa Kurve. Und dass dann aber immer mehr Familiennachzug und Ähnliches passierte, mit der Folge, dass Ende des Jahrtausends wir ungefähr noch ähnlich viele im Arbeitsmarkt hatten, aber viel mehr Ausländer da waren, ein großer Teil davon nicht arbeitend. Das Zweite ist, und das, was ich vorhin skizziert habe, dass wir es da erst kapiert haben, das ist, als ob man irgendwann geweckt wird und sagt, ey, weißt du nicht, vor 3 Stunden ging der Marathon los, Lauf los, jetzt musst du auch mitlaufen. Also 50 Jahre zu spät mit diesen Prozessen begonnen. Das Zweite ist, wir haben den Marathonlauf nicht nur verspätet begonnen, sondern wir haben außerdem noch einen Rucksack auf den Rücken bekommen. Wir haben Gastarbeiter geholt für einfachste Tätigkeiten. Und von daher haben wir aus den ganzen Ländern, das betrifft nicht nur die Türkei, sondern genauso aus Italien, wo Menschen aus dem Mezzogiorno kamen, für einfachste Tätigkeiten. Bildung war nicht vorausgesetzt. Und das hat uns erlaubt, letztlich der deutschen Wirtschaft mit den Umstellungsprozessen auf die moderne Ökonomie ein wenig sich Zeit zu lassen. Und das bedeutet, bildungsungewohnt, schlechtere Abschlüsse und schlechtere Chancen, gerade im deutschen Schulsystem, dass die Eltern als Co-Lehrer einzusetzen gewohnt ist, ganz schwierige Karten für die Kinder. Und das ist eine Statistik aus dieser Zeit, was die Schulabschlüsse der Deutschen und der Ausländer angeht. Und Sie sehen daran, die höchste Qualifikation ist deutlich schlechter, die geringste Qualifikation ist deutlich höher. Wir haben damals analysiert, wie sieht das aus bei der Einschulung von den Kindern mit Migrationshintergrund, waren bei der Einschulung mehr als ein Drittel nicht reif für die erste Schulklasse. Und selbst mit dieser Verzögerung mussten dann 44% die erste Klasse wiederholen. Und wenn Sie jetzt die deutsche Situation noch anschauen, und das Bundesland Hessen mit 12% Ausländern, die Stadt Frankfurt mit 25%. Wenn Sie, ich habe kürzlich mal für ein europäisches Projekt durchsortiert, wie sieht es denn mit den europäischen Regionen aus und dem Migrantenanteil, da finden Sie unter den Top 20 ganz vorne sowas wie Brüssel und Luxemburg und so. Wenn Sie aber nach typischen Regionen schauen, dann finden Sie ein paar österreichische und Sie finden Baden-Württemberg und Hessen ganz vorne. Das heißt, wir haben bei dem Marathonlauf schon ordentlich was zu bewältigen. Jetzt haben wir überlegt, damals, Anfang des neuen Jahrtausends, wenn die Situation so schwierig ist, wie steigen wir ein? Wir haben viele Dinge gemacht, mit denen ich Sie jetzt hier nicht behelligen will, Integrationsbeirat eingerichtet und viele Dinge mehr, auch im Arbeitsmarktbereich haben wir Dinge gemacht. Aber die meisten Mittel und die stärkste Arbeitskraft haben wir konzentriert auf einen Punkt, auf die Kinder vor der Einschulung. Nicht, dass das andere nicht wichtig wäre, aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir gesagt, hier schmeißen wir alles rein, was wir können. Wir haben neues Geld vom Parlament bekommen für Deutschkurse im Kindergarten. Die hießen übrigens von Anfang an nicht Deutsch für Ausländer, sondern Deutsch für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Da waren etliche Deutsche dabei. Wir haben das Schulgesetz geändert. Vorher war es so, dass Kinder zur Einschulung angemeldet wurden, einige Monate vor der Einschulung.
und dann vorgestellt wurden. Wir haben das geändert. Die Kinder wurden nun vorgestellt 1,5 Jahre vor der Einschulung. Und die Lehrer konnten spielerisch feststellen, kann das Kind Tisch zum Tisch sagen, Glas zum Glas sagen oder nicht. Falls das Kind nicht im Kindergarten war oder das, was im Kindergarten passierte, nicht gereicht hat, hat man gesagt, wir geben Ihrem Kind die Chance, ein komplettes Jahr vor der Einschulung nochmal in intensive Deutschkurse zu gehen. Fast alle Eltern haben dieses Angebot angenommen. Und dann war noch im Schulgesetz vorgesehen, dass, falls auch das nicht reichte, es spezielle Vorklassen geben könnte. Das wurde dann aber kaum gebraucht, sondern die Zahl der Zurückstellungen sank deutlich. Da sehen Sie ein wenig, in welchem Ausmaß diese Deutschförderung im Kindergarten passiert. Bis zum Jahr 2012 bei gut 15.000 Kindern, bezogen auf 50.000 Schulanfänger. Also das ist schon eine erhebliche Quote. Und diese speziellen Intensivkurse, ein komplettes Jahr vor der Einschulung, nehmen jedes Jahr 8.000 Kinder wahr. Das hatte Konsequenzen. Sie sehen die Veränderung im 10-Jahres-Zeitraum. Von Zurückstellungen, das ist das Erste. Sie sehen die zurückgehende Zurückstellen und Sie sehen die veränderten Versetzungsquoten nach der ersten Klasse. Das als eine 10-Jahres-Bilanz. Jetzt könnte man sagen, und jetzt gestatten Sie mir hier einen kleinen Schlenker, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn man jetzt Hessen vergleicht mit anderen Bundesländern, nee, Moment, da sehen Sie auch noch, dass die Abiturquoten langsam steigen, sind immer noch schwächer als bei den Deutschen, aber es steigt langsam. Aber wenn Sie es vergleichen mit anderen Bundesländern, dann stellen Sie fest, wenn Sie jetzt nur mal das Grüne anschauen beim Abitur, die Hessen sind besser als die Baden-Württemberger, obwohl doch da der Porsche hergestellt wird. Aber wir sind dramatisch schlechter als Brandenburg. Liegt das daran, dass die ein anderes Schulsystem haben? Das gestatte ich Ihnen, weil Sie ja auch von PISA-Ergebnissen geschlagen sind, als Österreicher, genauso wie wir Deutschen. Brandenburg hat etwa 2% ausländische Schüler. Die ausländischen Schüler in Brandenburg sind Abkömmlinge vietnamesischer Gastarbeiter. Vietnamesen zeichnen sich durch extrem hohe Bildungsaspirationen aus, selbst wenn die Eltern arm sind und bildungsungewohnt. Sind die Kinder von jüdischen Kontingentflüchtlingen. Und in Brandenburg, das ist der besondere statistische Bias, nach Brandenburg kommen Jugendliche aus Polen, um in Brandenburg das Abitur zu machen. Also deshalb dieser kleine Schlenker, wenn Sie Statistiken hören, ich habe gerne Hessen mit Finnland verglichen. Finnland schneidet ja auch immer so toll ab bei PISA, aber die haben auch nur 2% ausländische Kinder in den Schulen. Also ich will nicht sagen, Sie wissen, dass das Zitat "Vertraue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast" nicht von Churchill ist, sondern von den Nazis ihm zugedichtet wurde. Aber ich würde sagen, schauen Sie hinter die Statistik. Bitte schauen Sie sich genau an. Dann die Situation heute. Wir haben heute in Hessen 12% Ausländer, 25% Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn Sie sich die Altersverteilung anschauen, dann erkennen Sie, bei den unter 5-Jährigen ist es praktisch jedes zweite Kind, das Migrationshintergrund hat. Unter den Neugeborenen in Frankfurt haben 2 von 3 Migrationshintergrund. Diversity, die Normalität. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren auch noch eine steigende Zuwanderung nach Hessen. Das hat ein bisschen was mit der Wirtschaftsentwicklung zu tun.
Die Top-Zuwanderergruppe kommt heute nicht mehr aus der Türkei, sondern das ist Polen, Bulgarien, Rumänien und Zuwanderer aus Spanien, Griechenland, Italien. Es verbessert sich die Erwerbsbeteiligung von Migranten in Deutschland, auch wenn sie und in Hessen hier, auch wenn sie noch deutlich schwächer ist als bei den Deutschen. Es verbessert sich allmählich. Sie sehen hier alles die Folge davon, dass wir seit einigen Jahren konsequentes Integrationsmonitoring betreiben. Was Österreich ja auch tut, nur der Unterschied ist, wir machen es als Landesregierung selbst. Ich habe das Glück, ein Referat von Forschern etablieren zu können. Also das verbessert sich langsam, aber stetig. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie macht man das denn mit den Kommunen? Das Bundesland Hessen ist einerseits selbst eine Region. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Also Ihre Ausführungen sind wirklich total interessant. Wir haben ein rein technisches Problem. Wir möchten ja das ein bisschen auch kommunizieren in der Öffentlichkeit und wir haben da ja eine Pressekonferenz ohnehin verspätet angesetzt. Uns gehen die Leute davon. Jetzt hätte ich nur einen Vorschlag. Bitte, Sie gehen ja mit, setzen Sie Ihr Referat nach der Pause fort und dann können wir jetzt kurz unterbrechen, wenn Sie einverstanden sind damit. Würde Sie herzlich bitten. Es ist so interessant. Wenn Sie das möchten, dass ich nachher fortsetze? Ja. Ja, danke vielmals. Und ich würde nun Herrn Kindermann bitten, halt auch in knapper Form, aber sein interessantes Referat fortzusetzen, weil ich glaube, er hat noch einiges Interessantes im Rucksack. Bitte, Herr Kindermann, darf ich Sie bitten? Ja, zunächst mal wurde mir eine Frage gestellt und da denke ich, da muss man eine Präzisierung nachschieben. Sie haben vorhin gesehen, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Durchschnitt schlechtere Schulabschlüsse haben als die Deutschen. Das ist nur die erste Analyseebene. Wenn Sie dann genauer hinschauen, stellen Sie das fest, ohnehin, das wurde heute auch schon gesagt, Migrant ist ein außerordentlich oberflächlicher Begriff für eine große Vielfalt von Menschen. Sie stellen fest bei Hinschauen, wenn Sie die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund analysieren und im deutschen Bildungsbericht kann man das tun, sofern dieses Kind beispielsweise aus einer vietnamesischen Familie kommt, ist es besser als die Deutschen. Und zwar selbst dann, wenn die Eltern arm und bildungsfern sind, weil die eine sehr hohe Bildungsaspiration mitbringen. Wenn das Kind aus einer amerikanischen Familie kommt, ist es besser als die Deutschen. Und jetzt gehe ich zur anderen Gruppe. Wenn das Kind aus einer türkischen Familie kommt, ist es im Durchschnitt schlechter als die Deutschen. Wenn es aber aus einer Familie kommt mit einem vergleichbaren sozioökonomischen Status wie die Deutschen, ist es gleich gut. Das heißt, die Empfehlung ist, da wirklich bei diesem Punkt Bildung nochmal dahinter zu schauen und die Gruppen zu differenzieren. So, was ich Ihnen jetzt noch mitgebracht habe, ist etwas zu der Frage, wie kriegen wir die Integration vor Ort in die Kommune hinein? Wir haben da in Hessen etwas gemacht, 2009 beginnend. Da haben wir uns überlegt, ja klar, Integration findet vor Ort statt, in den einzelnen Kommunen, aber wie kriegen wir dieses Bewusstsein dahin? Eine Landesregierung, normalerweise macht sie ein Gesetz, ein Integrationsgesetz oder sie verfasst Erlasse, aber da wissen Sie alle, Papier ist ziemlich geduldig. Und auf der anderen Seite haben wir uns nicht zugetraut, einen Kommunikationsprozess zu starten, der wirklich alle Kommunen in Hessen sofort erfasst. Also haben wir gesagt, machen wir einen Wettbewerb. Ja, das Land hat Geld ausgelobt
Und wir haben alle Gebietskörperschaften, das ist nicht identisch mit Kommunen, Gebietskörperschaften heißt Landkreise, kreisfreie Städte und Sonderstatusstädte, aufgefordert, sich zu bewerben, Modellregion Integration zu werden. Wir haben Bedingungen gestellt, wir haben gesagt, es gibt Geld für jede Modellregion 1,5 Millionen zusätzlich, unter der Bedingung, dass kofinanziert wird in gleicher Höhe durch die Kommune. Wir haben gesagt, die Bedingung ist, dass die Kommune ein kommunales Integrationsmonitoring organisiert, auf der Basis der Einwohnermeldestatistik. Das macht ein bisschen Mühe, aber es gibt wichtige Informationen. Wir haben gesagt, Bedingung ist, dass in dieser Modellregion Integration Integration zur Chefsache erklärt wird. Das heißt, der Oberbürgermeister, der Landrat muss sagen, das ist meine Sache und ich will, dass sie Erfolg hat. Wenn die Kommune das tut, dann finanziert das Land eine Koordinatorenstelle direkt angesiedelt bei Chef oder Chefin. Und wir haben gesagt, und wenn das dann alles da ist, dann müsst ihr einen Prozess unter allen Akteuren in der Kommune auf gleicher Augenhöhe beginnen. 17 haben sich beworben, 17 von 33. 6 haben wir ausgesucht, 6 unterschiedliche. Da ist dabei der Hochtaunuskreis, der höchstens sonst bekannt ist, dass da die reichen Frankfurter Banker wohnen, aber es wohnen eben auch viele andere in diesem Hochtaunuskreis. Ein Flächenkreis wie der Main-Kinzig-Kreis, der von sich sagen würde, na, auf österreichische Verhältnisse sind wir doch eigentlich fast ein Bundesland. Das sagen sie auch in Deutschland, größer als das Saarland. Dabei eine Stadt wie Offenbach, höchster Ausländeranteil in der ganzen Republik Deutschland. 6 Modellregionen, die haben über 70 Projekte insgesamt umgesetzt, on top. Und sie wurden entsprechend evaluiert. Wir haben gleich eine weitere Gruppe noch mit einbezogen, weitere Kommunen, die sagten, na, wir sind zwar jetzt nicht ausgewählt, aber wir wollen gleich im Prozess dabei sein. Vielleicht können wir ja anderweitig Dinge nachmachen. Und hier passierte dann auch so ein Ideologie-Shifting. Hat man noch 1990 gesagt, es geht darum, dass die Migranten sich in die Aufnahmegesellschaft integrieren. So sagen wir heute, Gesellschaft ist Vielfalt. Hat man 1990 noch gesagt, wir brauchen Sonderprogramme für Migranten, damit man denen auf die Sprünge hilft? So sagen wir heute, Integration ist eine Regelaufgabe. Verstand man 1990 Integration als soziale Aufgabe, so sagen wir heute, es ist kommunale Gesellschaftspolitik. Verstand man es 1990, Herr Vorsitzender, noch als Defizitbewältigung, so sagt man heute, es muss evidenzbasiert sein und muss auf den Potenzialen ansetzen. Sagte man damals, Integration ist ein gegenseitiger Prozess. Und da fand man ja schon, dass das toll klingt, weil man damit sagte, die Mehrheitsgesellschaft muss sich auch ein bisschen anstrengen. So sagen wir heute, Moment mal, so toll das zu klingen schien, das impliziert, dass es eine Gegenseite gibt. Und wir sagen heute, wir sind wir alle. Es ist ein neues Wir. Das, kann ich übrigens auch sagen, ist evidenzbasiert. Denn wir haben in Hessen eine Befragung organisiert zu diesem Gefühl, wie fühlt man sich in Hessen und so weiter. Und da gab es eine ganz spannende Geschichte dabei. Wir haben gefragt, glauben Sie, dass diese Gesellschaft genug für die Integration tut? 2/3 sagten ja. Und dann haben wir gefragt, und glauben Sie, dass die Migranten genug für die Integration tun? 2/3 sagten nein. Das Spannende dabei ist, dass es fast keine Unterschiede bei beiden Fragen gab zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Und im Alltag spiegelt sich das jetzt heute wieder, wenn ich in Wiesbadener Viertel komme und das sind Menschen, die türkeistämmig sind, die sagen, das ist ja eigentlich ganz okay hier, nur in letzter Zeit kommen so viele Ausländer hierher. Da haben Sie jetzt die Chefsache.
und die Graswurzelbewegung. Ich denke, man muss beides organisieren. Die Graswurzelbewegung allein wird so eine Art außerparlamentarische Opposition und die Chefsache allein, die dringt nicht durch. 2014 machen wir daraus dann ein neues Landesprogramm Wir für das ganze Land. Und das eigentlich ist dann jetzt die Konzeption für die Zukunft. Wenn wir sagen, eigentlich muss Integration Mainstreaming sein. In alle Ressorts der Landesregierung, in allen Kommunen und in den Organisationen der Zivilgesellschaft. Also wir bemühen uns bei der Landesregierung nun auch um interkulturelle Öffnung, mehr Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen. Aber ich weiß nicht, bei uns ist es so, fragen Sie mal die Gewerkschaften, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in führenden Positionen sind. Oder schauen Sie mal in die Wohlfahrtsverbände. In Deutschland sind die Wohlfahrtsverbände sehr stark von Caritas und Diakonie geprägt. Und die haben ja den Tendenzschutz. Ausnahme von dem Gleichbehandlungsgesetz. Die dürfen sagen, ja, wir stellen nur Menschen ein, die den entsprechenden Glauben haben. Dürfen die. Wir haben sie dazu gekriegt in Hessen, dass sie der Charta der Vielfalt beigetreten sind, dass sie sich interkulturell öffnen müssen. Und das, denke ich, steht insgesamt an. Und wenn wir das geschafft haben, möglichst, wenn ich ins Pensionsalter komme, dann brauchen wir auch keine Integrationsspezialisten mehr. Vielen Dank.